Ihr wolltet sie wiedersehen, ihr habt nach ihr gerufen und hier ist sie, Caroline! Caroline schreibt mir übrigens mit C, habe ich beschlossen. Oder Caro. Du bist ein bisschen nass, weil es gerade geregnet hat, gell? Ja, so ist das. Ich möchte aber auf ein paar Kommentare eingehen, die ich bekommen habe. Beim Caroline-Video. Oh, du bist nass, du bist so nass und so abgemagert. Armes Ding. Ich habe übrigens gerade was zu essen gegeben und das hat sie ratzfatz weggegessen. Also, ja. Genau, ich wollte auf ein paar Kommentare eingehen. Ein paar haben geschrieben, irgendwie so, soll ich aufnehmen, soll mich um sie kümmern, was sind das für Nachbarn und so weiter. Also erstens mal, ja, diese Nachbarn sind wirklich komplett, ja, ziemlich behindert. Die haben irgendwie so um die 10 Katzen, um die sich wenig gekümmert wird. Hin wird mal gefüttert und so. Aber ja, die streunen hier so mal dumm. Sie ist mehr oder weniger eine Wildkatze, würde ich behaupten. Aber ja, eigentlich gehört sie den Nachbarn und ja, die kümmern sich halt allesamt überhaupt nicht so um sie. Und ich habe eigentlich schon eine Katze, die ist irgendwo da vorne, die schläft, die wird sich ganz gut gekümmert und so, aber es ist halt ein bisschen so schwierig in dieser Gegend so. Es sind ja recht viele Wildkatzen und oder halt recht viele Katzen und ja, die Nachbarn machen das nicht gerade besser, nicht gerade leichter. Und ja, deswegen werde ich mich ein bisschen schon um sie kümmern, aber ich kann sie nicht irgendwie so reingeben. Also nicht irgendwie dauerhaft. Vielleicht, ich habe schon überlegt, ich habe so eine kleine Gartenhütte, habt ihr vielleicht schon gesehen. Und ich glaube, da werde ich so im Herbst so einen Eingang machen und so einen kleinen Bereich machen unter der Bank, habe ich mir schon so vorgestellt, damit da vielleicht die ein oder andere Katze von den Nachbarn oder Wildkatze sich nicht komplett den Arsch abfrieren muss. Oh mein Gott, du hast warme Ohren. Du hast warme Ohren, das ist ein Wahnsinn. Was waren denn noch so für Kommentare? Was waren noch so Kommentare? Ja. Einfach, dass ich mich ein bisschen um sie kümmern werde, aber ich werde sie nicht komplett aufnehmen und ich kann sie auch nicht mit mir schlafen lassen. Vor allem jetzt im Sommer, da wollen selbst meine eigene Hauskatze, die was eigentlich sonst sehr oft oder fast immer drin ist, im Sommer in der Nacht ist die immer draußen, immer strawanzen, also immer zieht immer durch die Häuser und ja, also die will gar nicht drinnen schlafen. Im Winter, wie gesagt, da werde ich das dann vielleicht mit der Hütte machen, dass sie vielleicht ein bisschen ein kleines Zuhause hat. Weil ich glaube nicht, dass die Nachbarn sich wirklich um sie kümmern werden im Winter und ja, ist halt ein bisschen schwierig hier so. Ich glaube, sonst kann man eh nicht viele Kommentare. Oder waren noch Kommentare? Ich glaube nicht. Naja. Ja, vielleicht kommen hier wieder ein paar Videos mit ihr. Ich werde sie noch ein bisschen streicheln. Und sie darf hier so stehen auf dem Fensterbank, aber weiter möchte ich sie derzeit noch nicht reinlassen. Ey, ja, ich weiß, du willst. Ja, komm. Was ist mit dir? Bist ein bisschen nass, ich weiß. Na gut. Wieder ein neues Update zu Caroline. Wie gesagt, ein bisschen werde ich mich um sie kümmern, aber ich werde nicht jetzt da. Ich werde schauen, dass sie nicht stirbt. Machen wir es so. Auf gar keinen Fall. Jeffy ist sie viel zu süß. Passt, bis dann und ciao.